Mit dem Prusa MK4 ist ein 3D-Drucker in meinem Testlabor gelandet, der die Begriffe Open, Hard und Software nicht nur zu Marketingzwecken verwendet, sondern vorbildlich in die Praxis umsetzt. Das ist selbstverständlich ganz im Sinne von How open is this gadget? Über die Jahre wurde das klassische Druckerdesign mit dem Druckkopf an der XZ-Achse und dem Druckbett an der Y-Achse konsequent weiterentwickelt. Der daraus entstandene MK4 ist auf sehr einfache Bedienung bei hoher Druckqualität ausgelegt. Hochwertige Komponenten stehen für eine lange Lebensdauer des Gerätes. Geliefert wird der Prusa MK4 gut verpackt mit allen Teilen nach Baugruppen sortiert. Bilder des Packungsinhaltes in hoher Auflösung gibt's wie immer auf meinen Projektseiten. Ich habe mich für die Bausatzversion des MK4 entschieden. Für Anfänger ist anzuraten, zum komplett montierten Drucker zu greifen, denn so ein wenig Erfahrung im Umgang mit Druckern und Werkzeug ist von Vorteil, um all die Teile zu einem funktionierenden Drucker zu verbinden. Die neueste Version der Bauanleitung in verschiedenen Sprachen ist auf der Herstellerseite herunterzuladen. Diese ist extrem umfangreich und lässt keine Fragen offen. Ein ganzer Tag ist ins Land gezogen, bis ich den Drucker in Betrieb nehmen konnte. Sowohl die X- als auch die Y-Achse werden längs von 8 mm Rundstäben mit Linearkugellagern geführt. Die Riemenspannung kann über Schrauben justiert werden, wozu das mitgelieferte Sechskantwerkzeug benötigt wird. Diese Schrauben liegen etwas versteckt, was die Sache fummelig gestaltet. Die Spannung kann aber sehr feinfühlig justiert werden. Die Z-Achse wird längs von 10 mm Rundstäben geführt und der Antrieb erfolgt hier an den beiden Enden der X-Achse über Trapezgewinde. Endschalter für die Achsen besitzt der Drucker keine, der Anschlag wird von der Firmware rein elektronisch über die Schrittmotortreiber ermittelt, somit kann hier nichts verschleißen. Das maximale Druckvolumen beträgt 25 x 21 x 22 cm und alle Achsen laufen schön geschmeidig. Die Schrittmotortreiber sind auf der Hauptplatine fest verlötet. Auf dem Mikrocontroller Typ SC32 läuft die von Prusa entwickelte Firmware, deren Sourcecode frei verfügbar ist. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 24 Volt bei einer Leistung von bis zu 240 Watt. Der Direktextruder bewegt das Filament über ein Planetengetriebe mit einer Untersetzung von 10 zu 1. Der Lüfter für die Bauteilkühlung kann zwecks besserem Zugang zur Düse weggeklappt werden und wird im Betrieb von zwei Magneten in Position gehalten. Das komplette Hotend ist über zwei Rändelschrauben befestigt und kann somit schnell herausgenommen werden. Gedruckt wird auf einer magnetisch haftenden, kunststoffbeschichteten Stahlplatte. Das beheizte Druckbett mit einer Maximaltemperatur von 120 Grad Celsius erreicht 100 Grad Celsius nach etwa 7 Minuten, wobei die Temperatur in meinem Videostudio 20 Grad Celsius zum Zeitpunkt der Messung betragen hat. Nach dem ersten Einschalten führt der Drucker verschiedene Tests durch, um das korrekte Funktionieren aller Komponenten zu überprüfen und das Gerät zu kalibrieren. Damit ist der Drucker auch schon einsatzbereit, ein Leveln des Druckbetts vorab ist nicht nötig. Zum Drucken muss natürlich Filament eingeführt werden, wozu der entsprechende Menüpunkt angewählt und dann das Filament bis zum Anschlag eingeführt werden muss. Alles weitere übernimmt der Drucker. Druckdaten können per WLAN, Ethernet oder wie hier per USB-Stick übertragen werden.
Die Bedienung erfolgt standardmäßig über den Drehschalter, die Touch-Funktion des 3,5 Zoll Bildschirms kann aber in dem Druckermenü aktiviert werden. Die Menüstruktur ist gut durchdacht, die Bedienung weitgehend selbsterklärend. Der erste Test besteht wie üblich aus dem Druck von Scheiben mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Höhe von 0,2 mm, um die Qualität der Druckbettnivellierung zu prüfen. Das Leveln erfolgt hier direkt vor dem Druck. Dabei fährt der Druckkopf verschiedene Punkte in der von dem Druck belegten Fläche an und misst die Höhe mit Hilfe eines integrierten Kraftsensors. Die Höhenmessung wird somit direkt an der Spitze der Düse vorgenommen, besser geht's wohl kaum. Der Kraftsensor ist dabei sehr feinfühlig, sodass die Düse die Oberfläche nur sehr sanft berührt. Gedruckt werden die Scheiben mit einer Geschwindigkeit von 30 mm pro Sekunde. Die Vermessung der Druckbettoberfläche ist offensichtlich sehr präzise, die 0,2 mm Scheiben liegen extrem glatt auf dem Druckbett. Der MK4 ist im Betrieb sehr leise, Netzteil und Mainboard besitzen keine Lüfter und arbeiten somit unhörbar. Der Lüfter am Cold End ist extrem leise. Alle Scheiben haften gut auf der Oberfläche. Der nächste Test besteht im Druck des obligatorischen Benchies. Benchie Nummer 1 wird lediglich mit 30 mm pro Sekunde gedruckt, um zu sehen, welche Qualität der MK4 liefert. Wie immer gilt, öffnet Augen und Ohren und bildet euch ein eigenes Urteil. Der Druck ist nach 65 Minuten abgeschlossen. Nun werden die Einstellungen für Druckgeschwindigkeit und Beschleunigung gesteigert, um den Drucker an seine Grenzen zu bringen. Dabei geht es nicht darum, bestmögliche Benchies zu produzieren, sondern die Schwachstellen eines Druckers zu offenbaren. Benchie Nummer 2 wird mit 60 mm pro Sekunde gedruckt, und ist nach 40 Minuten fertig. Benchie Nummer 3 wird mit 90 mm pro Sekunde gedruckt,
und ist nach 30 Minuten fertig. Das letzte Benchy der Reihe wird mit 120 mm pro Sekunde gedruckt. Erst bei dieser Geschwindigkeit biegt sich die Bugspitze aufgrund nicht ganz optimaler Bauteilkühlung ein wenig nach oben. Details zum Testverfahren und Bilder in hoher Auflösung aller gedruckten Benchys aus allen möglichen Winkeln gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Das 120 mm pro Sekunde Benchy ist nach 27 Minuten fertig. Der letzte Test prüft den Materialdurchsatz. Ein einwandiger Zylinder mit einer Schichthöhe von 0,4 mm und einer Extrusionsweite von 0,7 mm wird mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt. Bis zum offensichtlichen Überschreiten des Limits bei 90 mm pro Sekunde. Auch diese Testergebnisse gibt's auf How Open Is This Gadget in allen Details. Der Prusa MK4 ist ein extrem nutzerfreundlicher 3D-Drucker. Selbst Anfänger können mit diesem Gerät qualitativ hochwertige Drucke ohne viel Justierarbeiten produzieren. Der vom Prusa geleistete Support garantiert, dass Ersatzteile und Firmware-Updates für viele Jahre geliefert werden. Wer einen 3D-Drucker sucht, der einfach funktioniert, ist mit dem MK4 definitiv gut beraten. Viele Bilder von dem Gerät, dem Zusammenbau und der damit angefertigten Drucke gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget? Klickt mal rein. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!